Wandelnde Todesgeschichte hat keinen Titel gehabt. Deswegen habe ich ihn der Golem genannt. Der Magier spülte gerade die letzte Flasche mit Salz aus. Es war das Fest der Sommersonnenwende und er hatte das Ritual vorbereitet. Er sprach die magischen Worte, formte den Lehm um die Flasche und stellte sie in den magischen Kreis. Plötzlich formte sich der Lehm um die Flasche zu kleinen Männchen, die fröhlich brabbelnd vom Altar sprangen. Der Trank-Golem-Zauber war geglückt, aber der Kreis, der ihn im Zaum halten sollte, hielt nicht. Der Siegelzauber war wohl nicht stark genug gewesen, der sich so sicher war, dass sein Golem stehen bleiben und auf Befehle warten würde. In diesem Moment erinnerte er sich, sein Meister hatte ihn damals davor gewarnt. Doch wollte er ihn eines Besseren belehren und kehrte seinem Meister den Rücken. Der Magier hatte es schon mehrmals probiert, doch war es bisher immer wieder misslungen. Einmal hatte er ein einzelnes Sandkorn vergessen und der Lehmklumpen mitsamt dem Glas schmolz zu einer Suppe aus Säure, welche sich rasant Richtung Erde fraß. Er hatte große Mühen, diese aufzuhalten. Ein anderes Mal hatte er zu wenig Lehm und ein weiteres Mal war der Lehm zu hart, weshalb die Flasche zerbarst. Diesmal hatte er den Schutzkreis etwas schwächer gemacht, weil seine Vorräte für einen starken Mann zur Neige gegangen waren und dachte, es passiert wieder nur ein Missgeschick. In den folgenden Tagen, Wochen und Monaten hörte er von den verschiedenen Dörfern und Abenteurern, dass eine braune Kreatur Zerstörung und Verwüstung anrichtete, egal wo es ankam. Ernten, Lager, Verkaufsstände wurden zerstört und die Nahrungsmittel gegessen. Der Magier bekam Angst und noch mehr sogar, als er hörte, dass es jedes Mal wuchs und größer wurde, sobald er alles auffraß, was ein Dorf für 10 Jahre ernähren konnte. Einige Tage zuvor hatte sich der Magier noch gefreut, dass er es geschafft hatte, doch gerade angesichts der Tatsachen und welches Monster er nun auf die Bevölkerung losgelassen hatte, war er zutiefst betrübt. Noch wüsste niemand, woher der Golem kam. Die Dörfler lebten in Angst und Schrecken. Sie litten großen Hunger und Krankheiten machten sich bereit. Der junge Magier rief eilig alle Älteren und den Magierat zusammen, in der Hoffnung, noch eine Lösung zu finden. Er gestand, was er getan hatte, und würde allen Verurteilungen des Rates Gehorsam leisten. So wurde ein Plan geschmiedet. Man wollte den Golem weit weg von den Dörfern in einen mächtigen Bannkreis stecken. Es benötigte jeden Magier, den das Land zu bieten hatte. Sie kamen von überall her, aus den verschiedensten Siedlungen, bis hin zu Königen unterstellten Weißmagiern. Als die Gefahr gebannt und so gut wie möglich beim Wiederaufbau der Dörfer geholfen wurde, musste der junge Magier wieder vor den Rat treten. Sie nahmen ihnen seine Erinnerung, sein Wissen über Magie und bekleideten ihn als Bauern, damit er in einem der zerstörten Dörfer bei den Menschen leben sollte. Aus ihm wurde ein stattlicher Bauer mit Familie und Hof und starb am Ende, gen Himmel sehend, mit einem Lächeln auf den Lippen. Rund 400.000 Jahre später. Tern und Rimbi schrien beide, als das Shuttle ziemlich durchgeschüttelt und von einer weiteren unsichtbaren Kraft in Richtung Oberfläche des Planeten geschleudert wurden. Tern war der beste Pilot in den letzten 3 Generationen, doch so etwas hatte auch er bisher nicht erlebt. Und noch schlimmer,
Das, was auch immer es war, hatte die Steuerung des Shuttles lahmgelegt. Damit waren sie manövrierunfähig. Das Einzige, wobei die Elektronik noch zunutze war, um festzustellen, dass unter ihnen, also dort, wo sie einschlagen würden, es nichts als Sand gab und die Atmosphäre atembar war. Ich versuche mit der restlichen Energie unseren Aufprall mit den Steuerdüsen etwas abzubremsen, schrie Tern zu Rimby. Rimbel. Das Klappern und Quietschen des Shuttles war so laut, dass sie sich anschreien mussten. Um einander zu verstehen. Rimbel im hinteren Teil des Shuttles rief laut zurück: Ich versuche hier hinten die restliche Energie umzuwandeln. Kurz darauf waren sie auch schon durch die Wolkendecke gebrochen, dachten sie zumindest. Bis ein lauter Rums sie beide durch die kleine Metallbüchse schleuderte und damit bekannt gab, dass hier nun das Ende ihres Flugs war. Doch damit war es nicht vorbei. Gerade wollte sich Rimbel einen Schutzanzug anziehen, als die Blechbüchse noch einmal richtig durchgeschüttelt wurde. Rimbel und Tern wurden quer durch das Shuttle geschleudert. Als beide wieder erwachten, war es still, aber nicht zu still um sie herum. Das Shuttle war in zwei gebrochen und hatte viele Risse, Schrammen, sowie eine oder mehrere Beulen im Rumpf. Die Komm zur Revolte war auch ausgefallen. Jetzt waren sie auf sich gestellt. Rimbel sah genauer hin, sah sich genauer um. He Tern, komm mal, rief er und deutete nach oben. Beide sahen hinauf oder vielleicht auch hinaus. Sie wussten es nicht recht. Nur eins stand fest. Sie waren in ein riesiges Loch gefallen nach dem Aufprall. Das Ziel, jetzt einen Ausgang finden und Kontakt zum Schiff herstellen. Leider musste Rimbel auf den ersten Blick sagen, dass an den Seiten nach oben klettern keine Lösung wäre, da noch mehr Sand nachrutschen könnte. Das Loch, in dem sie saßen, war wohl an die 150 Kilometer tief und laut dem Messgerät 400 Hektar groß. Das Glück war in einer Weise dennoch auf ihrer Seite, denn ihre Absturzstelle war nicht weiter als 10 Kilometer von der Wand des Lochs entfernt. Das nenne ich mal perfekt eingeparkt, scherzte Tern und lachte verschmitzt. Rimbel nickte grinsend zurück. Ja, hast uns schön auf einem fremden Planeten in ein Loch geparkt, ohne Funk zur Revolte. Landurlaub, mal anders. Also lass es uns genießen und dabei ein wenig forschen und Spaß haben, Rimbel, meinte Tern grinsend, bevor er nach oben sah, um zu sehen, wo die Sonne bald kommen würde. Als beide so die Wand entlang gingen, trafen sie auf etwas, das aussah wie Behausung. So weit unter dem tonnenschweren Sand? Plötzlich rumorte der Boden. Tern und Rimbel drängten sich mehr an den Rand, hielten sich Augen, Nasen und Münder bedeckt, denn es war fast so, als hätte jemand einen Staubsaugerbeutel von 2015 in einen Mülleimer gekippt. Beide sahen nichts mehr und harrten an Ort und Stelle aus, bis das Ereignis vorüber war. Zum Leidwesen aller Anwesenden mussten sie feststellen, dass das halbe Schiff oder was davon übrig war, unter dem Sand lag. Ausflug vorbei. Wir müssen unsere Möglichkeit zur Kommunikation wieder ausgraben, bedeutete Tern, lief los und fing an, mit den Händen den Sand wegzuschaufeln. Rimbel folgte seinem Beispiel. Doch nach 2 Stunden waren sie ausgelaugt und der Sand wurde und wurde einfach nicht weniger. Mittlerweile stand die Sonne auf der anderen Seite und brannte gnadenlos auf Tern und Rimbel nieder. Rimbel hatte den letzten Tropfen aus der Flasche gierig aufgesogen. Hoffentlich fanden sie noch etwas Wasser in den Höhlen. Also machten sie sich auf den Weg durch die brütende Hitze der Nachmittagssonne. Mit jeder Minute wurde es unerträglicher. Als sie endlich die verlassene Siedlung erreichten, waren beide halb verdorrt.
Nach einer kurzen Pause machten sie sich auf der Suche nach Wasser. Du gehst nach rechts und ich nach links, schlug Tern vor. Rimbel nickte und schleppte sich zur erstbesten Behausung. Leider war diese leer. Und 30 Minuten später kamen beide in der Mitte des vermeintlichen Dorfes wieder an. Und hast du was gefunden? Fragte Grimbel und leckte sich über die eingerissenen und trockenen Lippen. Tern schüttelte den Kopf und ließ sich auf den sandigen Boden nieder. Ich habe nur das da gefunden, meinte er und gab den Stab an Grimbel weiter. Dieser inspizierte das Ding genau. Es hatte eine merkwürdige Form, fast wie ein Stift, aber mit goldenem Metall verziert und viele Feinheiten eingearbeitet. Außerdem fand er auch noch eine Inschrift, die sehr merkwürdig aussah. Alles daran war ihm unbekannt. Er drehte sich um, weil er ein röchelndes Atmen vernahm. Da sah er, dass Tern im Sterben lag, schmiss sich auf die Knie und bettete seinen Kopf in seinen Schoß. Nein, 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 du musst wach bleiben, hörst du? Bleib bei mir! Hey! Öffne die Augen, Tern! Bleib wach, bitte! Hilfe kommt sicher bald! Bitte sterb mir hier jetzt nicht weg! Doch es war bereits zu spät. Terns Augen schlossen sich und er hörte auf zu atmen. Scheiße! Brüllte Grimbel mit Tränen in den Augen und schlug die Hände über den Kopf zusammen. Da rumorte es wieder zu seinen Füßen. Es formte sich ein immer größer werdender Hügel, der Rimbel erstarren ließ und auf einmal ein riesengroßer, klimpernder Schatten ragte empor. To be continued.